2.4 Update kommt am 30.03. und es ändert das ganze Game. Die Devs haben ein Q&A rausgehauen und ich sag euch heute, was sie gesagt haben. Lasst gerne ein Abo da, es werden nämlich noch viele News zum 2.4 Update kommen. Das ganze Dev Q&A findet ihr in der Videobeschreibung. Zum ersten zeigen die Devs in ihrem Video ein bisschen die Unterwasserwelt. Es gibt eine Oberwelt mit Inseln, eine Unterwasserwelt, die 1,5 mal so groß ist wie Vera und neue Erkundungen beherbergen. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, die Höhlen. Also es gibt drei Ebenen, wie beim Wirrabgrund, den wir bereits kennen. Sie zeigen auch einige Mechaniken zum Erkunden. Dazu werde ich natürlich noch ein ganzes Erkundungsvideo machen. Es werden auch zwei neue Weltbosse erwähnt, einmal Celia, die ihre Stats ändern kann, wenn sie ihre Trommeln schlägt. Dann gibt es da noch Habuela, einen Lava-Boss mit Flammendamage. Dann erzählen sie ein bisschen darüber, dass es natürlich eine weitere Hauptquest geben wird. Die wird übrigens so langsam ein bisschen düster und lohnt sich vielleicht mal nicht zu skippen. Das Kampfsystem unter Wasser ist etwas anders als an Land. Physische Waffen haben eine Chance darauf, doppelten Damage zu machen. Flammenwaffen können nun Verdampfungsschaden an Gegnern machen. Frost hat eine Chance darauf, den Gegner einzufrieren, wenn man ihn angreift. Und Voltwaffen können beim Angreifen ein Elektrovolt erzeugen. Zudem soll es mit 2.4 einfacher sein, Belohnungen zu erhalten. Auch soll es leichter sein, an die neuen Gearteile ranzukommen. Dann wird es noch neues Gameplay geben, bei dem 8 Wanderer gegen Eva antreten können. Dann wurde in dem Dev Q&A noch gesagt, dass mit dem 2.4 Update Fiona, Lan und Icarus kommen sollen, wobei Lan die erste Waffe sein wird, die am 30.03. mit dem 2.4 Update rauskommen soll. Was interessant ist, denn auf dem CN kam mit 2.4 nur Lan und Icarus und dann mit 2.5 kam Fiona. Vielleicht bekommen wir 2.4 und 2.5 irgendwie vermischt oder hier wurde einfach Quark erzählt und Fiona kommt nicht in 2.4. Zudem wurde davon gesprochen, dass man mit 2.4 ein neues SSR-Relikt bekommen kann und einige dunkle Kristalle. Mit einem neuen Event, wo man verschiedene Missionen erledigen muss, kann man nämlich das neue SSR-Relikt Mini-Pelikan erhalten. Das Relikt wird sehr wichtig, da man mit diesem unter Wasser sehr schnell sich fortbewegen kann und wie gesagt, die Map ist sehr groß. Für TOF-Beginner soll der Start nun angenehmer werden. Zudem kann man die Items von der dimensionalen Prüfung im Austausch von Leben direkt abholen, ohne die Instanz laufen zu müssen. Zudem wird alles ein neues Interface bekommen. Hier seht ihr einmal die verschiedenen Interface von den ganzen Instanzen und Stuff. Wie findet ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann gibt es noch eine gute Nachricht für Controller-Spieler, denn das Spiel mit Controller wurde in 2.4 nochmal deutlich optimiert, bei dem auch der Bug mit dem blauen Cursor gefixt wurde. Zudem wurde angeschnitten, dass ein Server-Merge noch in Arbeit ist. Dann gibt es noch einen Entwicklungsbericht von Tower Fantasy, Link in der Videobeschreibung. In dem Bericht wird gesagt, dass man beim Erkunden der Map Energie für die Feldforschung als Belohnung erhalten kann und auch bei Events wird es mehr Energie geben. Zudem wird es auch mehr dunkle Kristalle per Erkundung geben. Außerdem wurde es einfacher gemacht, in der Feldforschung an die Belohnungen zu gelangen. So soll man durch die Erhöhung der Scherben, die man nun bekommt, sein Set von dem neuen Equipment schneller zusammenbekommen. Dann soll der Critical Abyss bzw. der entscheidende Abgrundmodus geändert werden, so dass es ein fairer Wettkampfmodus wird. Dann wird hier noch einmal erwähnt, dass das Erlebnis mit dem Controller verbessert wird. Und es wurde hier angekündigt, dass Nemesis, Claudia, Cobalt Bee und Frick alle in den Standardbanner kommen werden mit dem 2.5 Update. Wann ganz genau, ist aber noch unklar. Das 2.5 Update kommt nach dem 2.4 Update und ich persönlich vermute mal, dass das am 10.05. sein wird. Das kann allerdings natürlich auch falsch sein. Doch weil das noch einige Zeit dauern wird, haben sie sich was ausgedacht. Und zwar startet im 2.4 ein Event, welches Meeresuntersuchungsgeschenk-Event heißt. Während des Events muss man die Map erkunden und man kann sich dann aus einer SSR-Waffenbox eine der vier zukünftigen Standardwaffen aussuchen. Dieses Event solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Ich empfehle aus der Box entweder Claudia oder Nemesis zu nehmen. Dann soll es noch viel mehr schwarze Kristalle und rote Puls via Map-Erkundung, Gashapon-Maschinen und Events in 2.4 geben. Außerdem kann man ab dem LAN-Banner Matrizen sperren. Heißt, man kann, wenn man auf die Matrizen pullt, eine Sorte blocken, die man nicht bekommen will, wie zum Beispiel Herz oder Kopf oder Gehirn oder Hände. Blockt man zum Beispiel die Herzmatrize und pullt diese dann, wird sie automatisch in eins der anderen Sorten verwandelt.
So ist es leichter, Sets zu bekommen, um nicht immer dieselbe Matrizensorte zu ziehen. Dies gilt aber nur für alle Banner nach LAN und nicht für die vorherigen, auch nicht für die Reruns. Das Lebenscap wird von 180 auf 360 angehoben. Zudem kann man mit Goldkristallen im Raumzeitshop nun auch die Brille und nicht nur den Motor kaufen. Und das Gameplay wird für Beginner einfacher gestaltet. Am 27.03. soll noch ein zweiter Teil vom Entwicklungsbericht veröffentlicht werden, der sich um die Zukunftspläne drehen soll. Ein liebes Dankeschön geht natürlich hier auch wieder an meine Stufe 3 YouTube-Member. Und zwar Kaboom, Toxic Quinn, Fettbacke und Donner. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich freuen.